Merhaba und auf Deutsch gesagt, hallo. Heute lernen wir gemeinsam zuerst einige Wörter über Ramadan und dann sprechen wir gemeinsam über, was wir alles in einem Tag in Ramadan so machen. Vergiss bitte nicht, uns zu folgen und zu liken. Dann fangen wir mal an. Jetzt lernen wir die Begriffe zuerst mal. Zuerst lernen wir Ramazan. Ramazan. Ramazan bedeutet auf Deutsch Ramadan. Das habt ihr schon mal wahrscheinlich gehört von eurer Umgebung etc. In dem Monat Ramadan fasten wir. Und die werde ich jetzt dir detailliert erklären. Vor dem Sonnenaufgang stehen wir immer auf, also so 1 bis 2 Stunden vorher stehen wir immer auf und essen, trinken, damit wir also fasten können. Und zu der Zeit, also diese Zeit nennt man Sahur, ja, indem wir vor dem Sonnenaufgang essen und trinken, nennt man Sahur, ja, Sahur. Diese Zeit nennt man Sahur. Und mit dem Aufruf des Gebetes, also Ezan, ja? Ezan bedeutet Aufruf des Gebetes oder Betes. Ezan. Müssen wir aufhören zu essen und zu trinken. Dann beginnt unsere Fastenzeit an. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und erst nach Sonnenuntergang beginnt das Fastenbrechen mit dem Aufruf des Gebetes wieder. Und wenn wir unser Fasten brechen, bedeutet das Iftar. Ja? Iftar ist Fastenbrechen. Ja? Iftar. Iftar yapmak. Ja? Okay? Iftar yapmak. Yapmak bedeutet machen. Iftar yapmak. Und wie wir unser Fasten brechen, natürlich beten wir zuerst mal. Ja? Dua. Wir beten zuerst mal und dann essen wir Hurma, Hurma, also Datteln, ja, Hurma und trinken einen Schluck Wasser und dann fangen wir an zu essen. Man bekommt jedes Jahr in Ramadan, also Ramazan, so einen Kalender. Ich tue das ein bisschen näher. Man bekommt so einen Kalender und das nennt man Imsakiye. Ja, das nennt man Imsakiye. Da steht immer, um welche Uhrzeit wir unser Fasten brechen oder um welche Uhrzeit wir unser Sahur machen, ja? Also wann das aufhört, wann das beginnt. Das Ganze können wir durch Imsakiye sehen. Jede Stadt hat eine andere Imsakiye, weil der Sonnenaufgang ist zum Beispiel im Osten der Türkei früher als im Westen der Türkei und auch der Sonnenuntergang ist auch genauso. Im Osten ist das früher wegen den Koordinaten und im Westen der Türkei ist es natürlich dann auch später. Deswegen hat jede Stadt eine andere Imsakiye und die bekommt man meistens von der Stadt. Man kann sich auch welches besorgen. Ja, so sieht unser Tag in Ramadan aus. Ich bedanke mich bei dir, dass du zugehört hast und bis nächstes Mal. Tschüss!